Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Wo steht er eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein streunender Hund? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unsere Stärke. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Halt! Los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschützbereit! Das sind unsere Soldaten! Geben wir ihnen Feuerschutz! Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerz. Amerikanische Infanterie vor Ort! An das MG-Feuer!
Mann bereithalten. Schaffen!
Beeilung, Kerz. Ich hab's gleich! Das war der Letzte. Wir haben's geschafft! Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle Panzereinheiten, rücken Sie zum Sammelpunkt vor. Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Stadt. Kerz, bringen Sie uns zu dieser Position. Ja, Kommandant. Nice!
Nein, nein, nein! Scheiße, das ist nicht gut! Wir werden es nicht schaffen! Weiter, sonst könnte der nächste Treffer der letzte sein. Ich glaube nicht, dass jetzt noch was kommt. Fahren Sie weiter, Kerz. Strengen Sie sich gefälligst an. Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen. Kerz, aufpassen! Nur die Ruhe, wir schaffen das schon. Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott noch mal. Sie sind so wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Ach, dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Das gilt für jeden hier. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los!
Streitkräfte. Verstanden. Oberkommando. Oberkommando, Hände. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerz. Mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann. Someone?
Thank you.
gefunden. Bin einfach dem Feuerwerk gefolgt. Stefan repariert. Ah, ich musste nur ein wenig basteln. Aber das Funkgerät ist hinüber. Großartig. Weiter zur vorgeschobenen Basis. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Jetzt zurück zu Stefan. Das war's. Fahren wir zur Kathedrale. Thank you.
erledigt. Nichts wie weg hier. Vorrücken und Angriff! Ich sehe ein feindliches Fahrzeug! Guter Schuss! Weiter auf das Ziel feuern! Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät.
Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, werde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung! Alle mobilen Einsatzkräfte an der Kathedrale! Verteidigen Sie den Brückenkopf um jeden Preis! Lassen Sie niemanden vorbei! Ich bin nicht so, ich bin so sind Sie verrückt? Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung! Bestätigt der Treffer! Alle Mann auf ihre Positionen!
uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ach Gott. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Das ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Nicht so! Just give up!